So. Briatos beschützte die Dels vor menschlichen Eindringlingen. Wenn die Menschen Missionare und Templer entsandten, wies er sie ab. Wer erwartet uns noch? Lindiranae war die letzte, die Evanura führte. Mit ihr fielen die Dales und das Schwert war verloren. Ha. Vielleicht finden wir eben dieses Schwert. Immer dem Riesen im Augenschein. Die Delish verehren Elnora für ihre unermüdliche Bemühung, die magischen Künste des untergangenen Arlathan wieder aufleben zu lassen. Das waren vielleicht noch nicht mal alle. Drüben ist was anderes. Und hier haben wir... Oh, mehr Obsidian. Anscheinend sind die Smaragdgräber auch voll von Obsidian. Und Sturmherz. Oh, was? Die Schutzzauber zeigen Wirkung. Schutzzauber aufgemacht. Und da kommt ein Riese an. Oh Gott. Naja, gut. Jetzt bleibt jetzt ja nicht viel übrig. Sonst rennt er mir jetzt wieder 8 Stunden hinterher. Das muss nicht sein. Boom. Ja, ja. Da hat er wieder extrem viel Schaden bekommen. Und ich kann nicht abhauen, aber ich kann irgendwie nicht abhauen. Okay. Es lag am Baum, der direkt bei mir stand. Ja. Bitte nimm Schaden. Flieg nochmal so weit in die Luft, wie du es vorhin gemacht hast. Wow. Ist schon wieder zerfetzt worden. Und da liegt er wieder. Das ist auf jeden Fall ein Bug. Und nochmal richtig gute Sachen. Meine Güte. Ausbalancierter Flügellangbogen. Ist der besser als der, den ich habe? Nein, aber trotzdem nicht schlecht. Und das wird von den... Genau, von den roten sein, den roten Templern. Da sind nochmal so ein... Was ist das? Sieht aus wie so ein Auge. Aber ich finde hier auch nichts mehr, also... Vielleicht ist hier noch was, aber eigentlich haben wir jetzt alles einmal abgesucht. Ich gehe jetzt hier nochmal zu dem... Ist das ein Viadukt vielleicht? Oder ist das einfach nur ein Teil von einem ganz großen Gebäude? Weil von der Dünne her könnte man ja sagen, dass das vielleicht so ein Viadukt ist. Auch von der Höhe allein schon. Das sieht sehr so aus, wie Viadukte damals aussahen. Was haben wir denn hier? Ich find's gut, dass... Okay. Ich find's gut, dass der Riese die Speer, die wir hier haben, nicht angreift. Sondern einfach nur neben ihnen rumsteht. Aber uns greift er sofort an. Oder? Nee, doch nicht. Sehr cool. Wir haben das Gebiet erkundet, euer Gnaden. Ich habe hier einige Vorräte, die ihr vielleicht gebrauchen könnt. Oh, doch, tut er. Puh. Wie unfair. Er ist erst weggegangen, um dann uns doch noch anzugreifen. Speer, helft uns. Hat jetzt nicht wirklich funktioniert. Okay, jetzt greift er gar nicht mehr an. Was habt ihr denn uns hier? Naja, gut, dann machen wir ihn schnell platt. Eine Doppeldornklinge. Na komm. Warum macht er jetzt wieder nichts? Heute will das Spiel wohl nicht so richtig. Mir soll's recht sein. Riesen sind leichter zu bekämpfen, wenn sie sich nicht wehren. Dann können wir uns den dann mal ein bisschen genauer anschauen. Also ganz große Stoßzähne.
Arme. Oh. Oh, ja, Solus hat sie gekillt. Ich habe mich gerade gewundert, warum ich so schnell gestorben bin. Aber das erklärt's natürlich. Oh, jetzt hat er sich zumindest einmal bewegt. Ja, immer schön auf seinen Kopf zielen. Das sollte mehr Schaden machen. Hier mache ich auch ordentlich Schaden. Diesmal ist sie nicht mal mehr gesprungen. Ich habe so ein bisschen Sorge, dass das Spiel gleich einfach sagt, nö, ich bin kaputt gegangen. Ja. Ich glaube, das wird nicht passieren. So, mal ordentlich Schaden drücken hier. Fast. Naja, fast 900 pro Schuss und jetzt, da waren es nur 656. Boom. Na, lange hält das nicht mehr aus. Hat schon wieder explodiert. Warum explodieren die immer? Und dann sind sie doch wieder da. Kundschafterpanzerung. Stärkte Kundschafterpanzerung. Den Bogen müssen wir nicht nochmal mitnehmen. Aber ich finde es gut, dass die richtig, also vergleichsweise sehr gute Sachen fallen müssen. Haben wir hier jetzt noch ein anderes Anwesen? Tatsächlich. Tatsächlich. Und davor haben wir ja nur... Ach, die sind nur Level 14. Das ist dann nicht ganz so schlimm. Ach, jetzt bin ich zu weit weggegangen. Natürlich. Wo ist er? Da ist er. Ein Dämon des Zorns. Der kriegt extrem viel Schaden von Eis. Deswegen wechsle ich, glaube ich, mal hier auf Solus. Das macht, glaube ich, nichts. Ja gut, dann muss ich halt auch ein bisschen Schaden abkriegen. Das ist in Ordnung. Ja, der ist jetzt... Die nächste Welle spawnen kann ich ein bisschen. Oh, wow. Alle sind tot, außer mir. Boom. Schön gehen. Mehr Leute aufheben. Sarah ist da oben irgendwo. Wie ist sie jetzt eigentlich Naja gut, die können ja auch Fernkampfattacken machen. Ich denke mal, so wird es passiert sein. Lasst euch doch nicht jedes Mal verletzen. Weicht wenigstens von Gefahren aus. Der eiserne Bulle ist gefallen! Das ist jetzt nicht das erste Mal. Okay. Den hat's auf jeden Fall gleich zerfetzt. Ich brauche Hilfe! Nein, brauch ich nicht. So. Oh, es ist noch nicht ganz vorbei. Schnell das Z drücken. Oh, doch, ist es. Gut. Jetzt habe ich mir umsonst Panik. Zack. Sorgen gemacht, natürlich. Hey, warum... Merkt ihr was? Ihm fehlt irgendwie die Textur für den Helm. Jetzt muss ich mir langsam wirklich Sorgen machen. Langsam aber sicher geht das Spiel kaputt. Was zur Hölle ist da hinten gerade mit dem Pronto abgegangen? Oh je, ich hoffe, wenn ich jetzt das Gebiet wechsle, wird das Ganze wieder normal. Zum Chateau de Honter. Oder wie auch immer man das aussprechen soll. Berüchtigter Piratenabschaum. Oh wow, das war sehr lang. Aber verschmierte Zeichnung. Und Prachtweltvilla hatten wir, glaube ich, schon mal. Ich finde es aber gut, dass es einfach irgendeine verschmierte Zeichnung ist. So. Beeindruckend. Und totenstill. Das Haus scheint schon länger verlassen zu sein. Verlassen in Anführungszeichen aber nur. Das Gemälde von Valrojo. Ein Gemälde natürlich nur. Dann können wir damit nicht direkt interagieren. Sieht man ja auch an diesem
Das ist ein anderer Kasten. Normalerweise hat er ja noch was. Oh, hier sind wieder die Statuen. Der ist nicht unbedingt sinnvoll platziert. Er guckt nach da, aber man sieht es von vorne kaum. So ein Profil. Sieht es nicht besonders. Ja, das passt schon besser. Schön ist es hier. Und sehr, sehr dunkel. Der kaiserliche Hochweg. Das hat sich nicht von selbst angezündet. Was auch immer hier lauert, ist auf uns aufmerksam geworden. Nanette und der. Mabel Rosé. Ja. Jeanette und der. Matriarchin des Hauses der und der. Ja, ich hab... Okay, das ist von der anderen Seite versperrt. Nee, die Villen hier in den Smaragdgräbern sind sehr, sehr schön. Ein zerrissenes Tagebuch. Das ist nicht gerecht. Ich will rausgehen. Ich kann die Gäste unten hören. Sie feiern wieder. Sie feiern ständig. Wer sich dir entgegenstellt, soll des Himmels Zorn spüren. Hat das was mit... Oh oh. Vergessen wir mal kurz, was ich denken will. Ihrer Kleidung nach würde ich sagen, diese Männer waren Plünderer. Scheiße gelaufen, was? Ja. Können hier einfach raus. Naja, gut. Dürfen es nicht, aber wir könnten. Das Spiel will mich nicht rauslassen. Anita Chailleux. Geliebte Grammaire. Wow. Mal wieder so eine Löwenstatue, wie sie auch in Barroyo waren. Abel, der und der. General Mathieu, der und der. Von den Hundelords. Oder wie man das ausspricht. Oh, wow, hier ist es ja noch dunkler. Ich find's gut, dass wir Licht aussenden, ansonsten hätten wir jetzt echt ein Problem. Ich muss mich aber hier noch ein bisschen mal umsehen. Braucht ihr vielleicht Hilfe? Nein, nein, nein. Hier doch nicht. Kann der eiserne Bulle? Ja, der kann auch einen Regenerationstrank nehmen. Wir gehen aber erst später da raus. Nanette. Teleschwald im Sommer. Oh, sie kann noch was aufschließen. Mehr Türen sind immer besser. Mehr offene Türen zumindest. Ich frage mich jetzt, ob wir... Ich glaube, nach oben gehe ich ganz zum Schluss. Wir bleiben jetzt erstmal drin, dann gehen wir auf den Hof und ganz zum Schluss gehen wir wieder rein und nach oben. Kann ich nicht? Nee, das geht ja nur mit Feuerfallen, wenn ich was sehen will. Oh, die Gesindequartiere. Mehr Loot für mich. Seide. Ha. Das war's dann auch mit dem Raum. Warum ist es hier so unglaublich dunkel? Und warum gehen die Lichter plötzlich an? Nacheinander. So, als würde jemand sie anmachen, aber hier ist ja niemand. Schlangenstein. Vielleicht ist es auch wieder nur ein Bug. Das kann natürlich sein, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das ist gewollt.